es ist immer interessant zu hören, wenn andere einen darauf ansprechen, dass man ja quasi nur Zahnarzt ist, aber ich glaube, den meisten ist gar nicht so bewusst, dass es eigentlich ziemlich viele Fachrichtungen gibt, in die man sich spezialisieren kann. Wenn man sich überlegt, es zu machen, sollte man sich vorher eben genau auch überlegen, ob man handwerklich begabt ist, ob es einem auch Spaß machen würde. Es ist auf jeden Fall kein Studiengang, wo man sich ausruhen kann oder sollte. Natürlich kann man dann noch sich überlegen, ob man noch einen Facharzt drauf macht oder irgendwelche Schwerpunkte sich legt. Endodontie, Kinderzahnheilkunde, Parodontologie. Und dann gibt es natürlich die Option, ob man vielleicht eher an der Forschung interessiert ist oder an der Lehre von Studenten. Die andere Alternative wäre natürlich, sich niederzulassen oder eben bei einer anderen Praxis mit einzusteigen. Also es gibt da eigentlich ziemlich viele unterschiedliche Möglichkeiten und ich glaube, den meisten ist das gar nicht so bewusst. Das Zahnmedizinstudium besteht aus 10 Semestern. In den ersten Semestern werden anatomische und naturwissenschaftliche Grundlagen gelegt und dieser Abschnitt wird mit dem Physikum abgeschlossen, die erste große Hürde. Und dann geht es in die fachspezifische zahnmedizinische Ausbildung, die mit dem Staatsexamen abgeschlossen wird und dann ist man ein approbierter Zahnarzt. Und es geht eben darum, dass man sowohl theoretisch als auch praktisch die Fähigkeiten erlernt, die man nachher als Zahnarzt braucht. Wie muss ein Zahn präpariert werden, damit eine Krone da nachher drauf passt? Und wie wird überhaupt eine Krone gemacht? Wie muss eine Karies entfernt werden? Was passiert, wenn ich ein Wurzelkanalproblem habe? Auch total schwierig am Anfang, überhaupt so feinmotorisch erstmal zu arbeiten. Das sind alles so Grundlagen, die man in der Vorklinik beigebracht bekommt. Ab dem 6. Semester fangen dann auch die Assistenzen an den Patienten an. Dann begleitet man einen Studenten aus dem höheren Semester und assistiert dem dann in der Behandlung bei einem Patienten halt auch. Nach diesem 6. Semester, wo man zum letzten Mal in diesen Phantomeinheiten übt, kommt man dann in das 7. Semester und darf schon Füllungen alleine machen, darf auch eine Wurzelkanalbehandlung durchführen, aber natürlich immer mit dem Assistenten im Hintergrund. Dass man weiß, ich bekomme eine gewisse Verantwortung, aber gleichzeitig habe ich auch eine gewisse Hilfestellung. Dann kommt man im 8. Semester dann zu den prothetischen Patienten, also denen, die dann festsitzende Zahnersatz später haben. Parallel wird immer auch Kieferorthopädie angeboten. Parodontologie läuft auch immer mit. Und im 10. Semester macht man dann zum Ende dann auch Kinderzahnheilkunde und ist dann ziemlich breit auch hier aufgestellt. Man sollte schon einen gewissen Fleiß mitbringen und Disziplin haben, viel zu üben. Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Der Patient ist zufrieden und glücklich und irgendwie habe ich eine gute Arbeit geleistet. Das ist so, glaube ich, das, was einen im Beruf später auch mehr Zufriedenheit gibt als alles andere halt. Zu wissen, dass man irgendwem helfen darf und das auch kann.